Leute, das Fazit dauert jetzt doch noch ein bisschen, weil Carina und Schatzi und Co. haben beschlossen, noch irgendwas Simone, mit Pfirsich. Simone, genau. Ja, manche Namen brauche ich etwas länger zu merken. Pfirsiche, Walnuss-Sirup, Ahornsirup, echt kanadischer. Und was hast denn du da jetzt vor? Also wir machen Pfirsich, warm Pfirsich auf der Feuerplatte. Cool. Und dazu? Und Eis. Noch lecker Eis und dann ein bisschen Ahornsirup. Wunderbar. Na, dann schauen wir mal. Okay, du schneidest sie nicht ganz durch? Nein, das kommt dann anders. Wird gefächert. Okay. Jo, dann lassen wir die mal alle auffächern und dann gucken wir weiter. Wir wollen das mal probieren. Es riecht schon mal gut, kann ich euch sagen. Ach ja, und wer es noch nicht gepeilt hat, das ist der zweite Teil von R&K Barbecue oder zweite Part. Ja, nicht die Finger verbrennen, das tut weh. Wenn man es noch funktioniert mit beim Umziehen, schade. Zu weit aufgefächert. Ja, wahrscheinlich. Und durch die Wärme ist das jetzt geht der Pfirsich natürlich ruckzuck auseinander. Ja, der ist wieder geblieben. Aber das sieht doch schon mal sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Perfekt. So, ich habe gehört, der Feuerteufel kommt jetzt dann auch noch ins Spiel. Nehmen wir nicht nochmal, da fallen wir das auseinander. Das lassen wir doch. So. Jetzt kannst du. Bist du der Feuerteufel? Sie traut sich nicht. Nee. Guck doch mal deine Laube an hier vorne. Guter Check. Hui! Aber auf der anderen Seite noch ein bisschen? Ja, das war doch zu wenig. Noch was holen. Nein. Bin ich gespannt, ob er den guten Check holt oder den billigen Fusel. Ich hab den guten genommen. Nein, er hat dieses Mal den billigen Fusel genommen. Den kannst du auch noch voll machen. Schnell! Wir wollen hier ordentlich Show haben. Na los. Attacke! Hui, hier wird's warm. Jawohl. Ja, womit wir schon auf der Feuerplatte wieder fertig werden. Dann bricht mal die Teller noch her und dann gibt's noch. Genau. Ein schönes Foto. Ah ja. Ich mach mal zwei Kugeln Eis für jeden. So, Carina tut einen Teller fertig machen. Sehr schön. So, einfach mal das
Was machen Sie da drüber? Da gibt es einen riesen Schwaps jetzt gleich. Das war heiß. Obwohl. Sehr dezent. Sehr dezent. Ey, du hast es drauf. Njam. So. Ja, das sieht jetzt richtig lecker aus. Geil. Für so ein Pfingstfrühstück noch so einen richtigen Nachtisch, das ist echt eine geile Sache. Und das probieren wir doch gleich einmal. Sehr geil. Richtig geil. Also. Geil. Ob ich da noch was mehr bekriege? Schauen wir mal. Okay, Leute. Nächste Szene. Fazit. Vielleicht. So, Freunde. Schnelles Fazit aus der ganzen Runde. Weil ansonsten dauert das jetzt noch ewig. Also. Ei. Straußenei. Kann man sehr gut essen. Sehr lecker. Man hätte jetzt noch Speck mit reinschneiden können vom Taki, Zwiebeln mit reinschneiden können und. Haben wir mit Absicht nicht gemacht. Wir wollten das Straußenei pur, bevor da irgendwelche Kommentare kommen. Ja, sehr lecker, kann man sehr gut essen. Der Nachtisch von der Carina her, hervorragend. Lecker, 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 lecker. Gut, du bist dran. Jetzt weiß ich den Namen schon wieder nimmer. Simone. Simone, Simone. Ja, genau. Simone, ganz laut reden. Kann ich nicht. Das reicht so. Ja, gut. Ja, keine Ahnung. Fazit, wie war's? Fazit war lecker. War lecker. War echt beides lecker. Gut. War lecker. Die Klassen waren lecker. Wunderbar. Heiko? Ei, klasse. War ja auch mein erstes. War sehr lecker. Okay. Habe ich mir auch anders vorgestellt. Ich dachte eigentlich, dass es vom Geschmacklichen her wesentlich kräftiger ist. Ja. Ist aber wirklich schon fast mit dem Hühnchenei zu vergleichen. Ein bisschen mehr Geschmack hat es, also ich fand es gut. Okay. Und also wir werden es definitiv nochmal machen. Mhm. Nachtisch von der Carina, klasse, wie immer lecker sowas. Jo. Alles was von Bier ist, von der Feuerplatte ist genial. René! Ja, das Ei zu Frühstück war wunderbar. Es war schön fluffig. Es war durch den Betensaft, der vorher noch drauf war, schön lecker, das Ei. Ja, der Nachtisch, die gegrillte Pfirsiche von meiner Frau, die waren wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Kann man nichts anderes sagen. Muss ich ja auch. Aber es war im Großen und Ganzen lecker. Okay, Carina. Also das Straußenei war angenehm überrascht. Es hat sehr lecker geschmeckt. Und der Nachtisch, flambierte Pfirsiche, waren super gelungen. Gut. Da haben sie auch perfekt. Also, Schatzi. Es wurde alles gesagt. Amen. Okay, Leute, in diesem Sinne, bis zur nächsten Runde unserer Pfingstgrillerei. Tschaikowski. So, damit das auch mal wieder gesagt wurde, hier haben wir unser Stück Entrecot.